Hi, ich möchte euch mal heute von einem Spiel erzählen, das ich sehr interessant finde, weil wir alle das, glaube ich, spielen gerade. Das Spiel nennt sich, einige nennen das System, andere nennen das Kapitalismus. Es hat bestimmt auch noch andere Namen. Ich würde mal ganz gerne wissen, wie es andere Menschen sehen von anderen Planeten. Auf jeden Fall sind einige von uns Menschen spielsüchtig geworden durch dieses Spiel. Und das Spiel wird leider auf dem ganzen Planeten gespielt, so wie ich das sehe. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hab noch nicht den ganzen Planeten gesehen. Ich weiß ja nicht mal, was ein Planet ist. Das gehört ja mit zum Spiel, dass sie uns nicht sagen, genau was das hier für ein Planet ist. Wir wissen das gar nicht. Ich kenne es jetzt nur von Europa. So, und Bilder von außerhalb von Europa. Aber vielleicht gehört es ja mit zum Spiel, dass diese Bilder gar nicht echt sind. Wissen wir nicht. Das heißt, heute wissen wir, dass es KI gibt, dass man solche Bilder erzeugen kann. Was ich total spannend finde, aber ja, das Ganze hat mir jetzt nach 60 Jahren die Augen geöffnet, beziehungsweise es war ein Kumpel, mit dem ich drüber gesprochen habe. Mit dem habe ich drüber gesprochen. Aus der jetzigen Sicht frage ich mich, warum spielen wir das Spiel eigentlich? Und ich möchte euch mal ein paar Sachen zeigen, sagen, erzählen, euch daran erinnern, was das Spiel eigentlich macht oder was das Spiel ist. Wir kommen angeblich auf die Welt durch den Geburtskanal. Ich kann mich da nicht dran erinnern, weil ich war offenbar da und das Bewusstsein kam erst ein paar Jahre später. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt, da konnte ich mich das erste Mal, also daran kann ich mich zurückerinnern. Da habe ich nämlich bei meinem Vater im Auto gesessen, im VW Käfer, unten auf dem Beifahrersitz im Fußraum. Habe ich mich versteckt vor der Polizei, die uns angehalten hat, weil ich nicht vorne sitzen durfte eigentlich. So. Da war das Spiel schon in Gange. Ja. Da gab es jemanden, der hat das Spiel gespielt, der Polizist, der war lustig angezogen in seinen grünen Klamotten, damit man sehen konnte, ah, der spielt das Spiel. Ich sage das jetzt mal ein bisschen plakativ. Für euch ist das alles völlig Normalität. Das ist ja das Problem, dass ihr gar nicht wisst, dass ihr in dem Spiel steckt. Übrigens, es gibt nachher eine Auflösung, wie man das Spiel beendet. Also keine Angst. Ich will euch da nicht allzu sehr triggern, obwohl, ja, lässt sich wohl nicht vermeiden. Wenn du also der Meinung bist, ich erzähle Scheiße, ich erzähle Blödsinn oder sowas, sprich, es triggert dich und da kommen Emotionen hoch. Völlig normal, völlig normal. Ich mache nichts, ich erzähle nur was. Eigentlich rede ich nur mit meinem Handy gerade. ich habe überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu dir. Na, also so objektiv nicht. Und als Buddhist möchte ich boah, guck mal, ich kriege das nicht mehr raus, weil ich wahrscheinlich kein Buddhist bin. Ein buddhistischer Mönch hat mir mal gesagt, bitte glaube mir kein Wort. Mach deine eigenen Erfahrungen, aber bitte glaube mir kein Wort. Das gebe ich jetzt auch mal an dich weiter. Glaub mir kein Wort. Mach dein eigenes Bild von dem, was du da siehst und so weiter und so fort. Also, es fängt an. Wir sind auf dieser Welt. In meinem Fall, ich bin mit 3 auf die Welt gekommen. Davor kann ich mich nicht dran erinnern. Kann ich nichts zu sagen. Ich war frei. Ich habe gespielt den ganzen Tag und es war alles gut, alles super. Ich brauchte auch nicht in den Kindergarten. Da gab es damals noch, da hat nur mein Vater gearbeitet und meine Mutter nicht, als ich Kind war. Da war das Spiel noch, da hat sich das Spiel noch gut angefühlt, sag ich mal.
Ich durfte also selber meine Erfahrungen machen, durfte lernen, durfte Sachen erfahren, durfte Sachen begreifen, indem ich sie anfassen durfte und so weiter und so fort. Dann irgendwann mit 6 Jahren musste ich zur Schule oder durfte ich zur Schule. Heute weiß ich, ich musste. Ich habe nämlich mal, meine Schwester hat dieses Spiel nämlich auch gespielt und die wurde morgens mal abgeholt von diesen Uniformierten, die mit den lustigen Klamotten, die ja offensichtlich dieses Spiel spielen. Sie wurde mal abgeholt und zur Schule gebracht. Also ist in den Spielregeln steht drinne, dass man zur Schule gehen muss. Okay. Da haben wir uns wohl irgendwann zu entschieden, dieses Spiel zu spielen. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich dem zugestimmt habe, aber wie dem auch sei. Ich habe das Spiel mitgespielt. Blieb mir kein nichts anderes übrig. Man hat mir kein anderes Spiel damals gezeigt. Also, ich musste zur Schule, durfte zur Schule. Das sind alles nur Worte. Ich habe eine große Tüte voller Drogen bekommen. Zucker. Süßigkeiten. Eine große Tüte voll. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Aha, die geben uns Drogen, damit wir dahin gehen. Die geben uns Zucker. So, und dann bin ich da zur Schule gegangen und dann da musste ich auf einmal stillsitzen und meinen Mund halten. Ne, sonst normalerweise, die Eltern freuen sich, also ich bin ja selber ein Vater, ich habe mich gefreut, wo der Kleine dann endlich laufen konnte und wo er dann anfing zu sprechen, da habe ich mich drüber gefreut. Das hat er mitgekriegt. Ah, Papa freut sich, Mama freut sich. Und dann müssen wir Kinder zur Schule, müssen stillsitzen und den Mund halten. Ja, so wird das Spiel gespielt. Heute weiß ich, das ist kein schönes Spiel. Das ist überhaupt kein schönes Spiel. Und bei dem Spiel machen anscheinend alle mit. Also diese ganzen Spielfiguren. Und dann werden Leute befördert, die kriegen dann, die werden Oberwachtmeister und dann haben sie eine höhere Position, dann fühlen sie sich toller. Das ist alles so vom Spiel. Das gehört alles zu dem Spiel dazu. Einige Leute dürfen über uns bestimmen. Das lassen wir zu. Ja, mach du Mann, regier mich Mann. Dann bekommen wir Angst vor einigen Dingen und das gehört zum Spiel anscheinend dazu, dass man uns Angst macht, dass man uns Bilder zeigt im Fernsehen, die Angst schüren und dass man uns Bilder zeigt, die Bedürfnisse wecken, die vorher gar nicht da waren. Sie nennen das Werbung. Oder ganz perfide auch Propaganda, da wird das auch gemacht. Versicherungen sagen dir zum Beispiel, oh, du musst aufpassen vor diesen und jenen. Das ist auch Werbung, Propaganda eigentlich. Die Banken leihen dir Spielgeld und wollen ganz, ganz viel Geld zurückhaben. Ich musste gerade ein Konto öffnen, damit ich, damit ich Gelder empfangen kann, weil ich spiele das Spiel ja anscheinend noch. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich beim Überziehen meines Kontos 19% Zinsen zahlen muss. Das heißt, das ist fast ein Fünftel von meinem Geld. Das versuchen sie mir zu stehlen, aber wie gesagt, das ist nur ein Spiel. Ich muss da ja nicht mitspielen. Ja. Was sind so noch so? Jetzt Spielregeln. Sie nennen sie Gesetze. Denen stimmen wir zu, wenn wir das Spiel spielen. Aber das heißt nicht, dass wir sie befolgen müssen, wenn wir das Spiel nicht mehr spielen. Ich will sagen, die haben da ein tolles Spiel erfunden, viele machen mit. Wir können sagen, nö, hör mal zu, ich spiele das Spiel gar nicht. Ich habe das schon mal erfahren. Ich war in Bayreuth, man hat mich da von der Autobahn geholt mit meinem Wohnmobil. Ich bin aus Portugal gekommen gerade. Ich war da in der großen Grippezeit, war ich dort und bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich wollte da
nach Berlin und mit ein paar Klardenkern auf die Straße gehen und ne, ihr wisst schon, ne? Und dann hat die Polizei gemeint, also die Spielregeln da beobachten, die haben gemeint, oder die haben mein Nummernschild abgekratzt. Und laut den Spielregeln durfte ich dann nicht mehr fahren. Ja, ich war dann halt eine Zeit lang in Bayreuth und da war ein Café, die hatten auch freie WLAN und da habe ich dann ab und zu gesessen und mit meinem Handy ein bisschen Nachrichten geschickt und empfangen und so weiter. Und da saß ich dann einmal mitten in der Nacht und da kam eine Streife vorbei, hat mich dort gesehen und das fanden die komisch. Die kannten sowas wohl nicht, dass es Menschen gibt, die frei sind. Und dann kamen, ich glaube, es waren nachher drei Wagen, zivil, alles Polizisten, alles diese Mitspieler da. Und die wollten mit mir reden. Und die haben da jemand gesucht. Und da ich dort war, haben sie gedacht, ich bin das. Hab denen aber gesagt, ja, ruf mal deine Kollegen an. Ich bin noch gar nicht so lange hier in Bayreuth. Ne? Die Kollegen haben mich ja dann und dann von der Autobahn gekratzt und ne? Seitdem bin ich erst hier. Und dann hatten wir ein Gespräch, wir haben uns eine Stunde lang unterhalten, ohne Witz. Also das war kein Verhör, sondern ich habe ihnen was von meinen Spielregeln erzählt. Oder wir haben uns über ihre Spielregeln unterhalten. Und das war ein interessantes, das war ein super, super interessantes Gespräch. Das fiel mir gerade wieder ein, dass ich das ja alles schon gemacht habe. Ich habe ja schon mit den Mitspielern gesprochen. Und wir saßen so auf dem Boden dort, auf dem Parkplatz, zu fünft. Der Chef ist dann irgendwann nach einer Viertelstunde oder sowas, der Einsatzleiter ist dann irgendwie nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten abgehauen, weil er gesehen hat, ja, da hat er nichts zu tun. Wir haben uns dann drüber unterhalten und auch zum Beispiel, die meinten dann zum Beispiel, ach da, du willst zu der Demo, da laufen doch nur Nazis rum. Ich sage, mit was wurdet ihr denn gefrankt? Was erzählt man denn euch für einen Blödsinn? Das sind alles freie Menschen, das sind ganz normale Bürger mit Frauen, Männer, Frauen, Kinder, ganz, ganz normale Menschen gehen dahin. Also die wurden anscheinend anders gefrankt. Ne? Da laufen die Nazis auf oder was weiß ich, die Faschisten oder hast du nicht gesehen? Das gehört alles mit zum Spiel dazu. Na, Framing, Propaganda und so weiter. Und da haben wir uns tatsächlich gut unterhalten. Die haben nachher eine gefragt, sag mal, wo kann man deine Bücher lesen? Ich habe das nur so nebenbei erwähnt, dass ich auch schreibe. Und die waren total interessiert und ich habe es wirklich nie als Verhör gesehen, sondern die waren an dem, was ich sagte, interessiert. Weil ich das Spiel erkannt habe, dass ich das Spiel spiele, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, weil mir das Spiel nicht mehr gefällt. Ich habe vor 10 Jahren noch richtig schön mitgespielt, richtig schön Spielgeld eingesammelt in der Schweiz als Softwareentwickler und so. Das gehört alles zum Spiel dazu. Ich fand das eigentlich ganz gut. Bis ich dann die Spielregeln auf eine andere Weise kennengelernt habe. Ist eine lange Geschichte. Ich hab auch schon mehrere Bücher darüber geschrieben, was danach passiert ist. Meine Wandlung und meine Transformation. Das tut alles gar nicht so zur Sache. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass wir in einem Spiel stecken, dass wir da jederzeit aussteigen können, wenn wir wollen. Wenn wir denn ein anderes Spiel, was uns mehr interessiert, spielen kann. Zum Beispiel, ich spiele ganz gerne das Rainbow-Spiel. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Rainbow Gatherings. Richtige Menschen treffen. Richtige Menschen treffen, wo kein Spielgeld im Spiel ist, wo keine Elektronik im Spiel ist, wo man keinen Müll mitbringt, den man entsorgen muss, wird einfach gar nicht hingebracht, der wird in den Läden gelassen, die fördern, dass der Müll, Verpackungsmüll benutzt wird. Das brauchen wir ja alles gar nicht. Und dort habe ich mich dann daran erinnern dürfen, dass das ja auch anders geht. Na, zum Beispiel als Kind, da wärst du in den Supermarkt geschickt, hol mal was zu essen, statt in den Wald geschickt zu werden. Na, da gibt's ja auch Essen. Warum müssen wir in den Supermarkt gehen und dort so komische Sachen kaufen, wo Chemie drin ist?
Das tut doch gar nicht Not. Warum müssen wir dort unser Spielgeld abgeben, wo wir schwer bekommen? Wo wir das Spielgeld bekommen wir ganz schwer. Da müssen wir Sachen für tun, da müssen wir unsere Zeit opfern, ein paar Quests erfüllen, sag ich mal, um die Gamer abzuholen. Wir müssen hier Quests erfüllen, kriegen Questbelohnungen in Form von Geld und können damit in den Supermarkt gehen und dort Lebensmittel kaufen. Das geht auch anders, ne? Wir können die Lebensmittel selber anbauen, kostet alles nichts. Ne? Für die, die es nicht wissen, man nimmt zum Beispiel einen Apfel, dort sind Kerne drin, die pflanzt man in den Boden und wächst dann Apfelbaum. Und dann sind da ganz viele Äpfel dran, völlig umsonst. Es dauert nur ein paar Jahre, bis der Baum wächst. Und ich habe in Portugal einen Apfelbaum gepflanzt, der war so hoch, und da hatte schon zwei Äpfel dran, also so kleine. Aber das heißt, so lange dauert das gar nicht. Ja. Wir werden also auch durch das Spiel Monopoly, kennt ihr das Spiel Monopoly? Es gibt Billionen von unterschiedlichen Spielen auf dieser Welt. Ich habe das mal gesehen, ich habe mal für iPhone, habe ich mal Spiele entwickeln wollen und dann habe ich gesehen, das gibt schon so viele, Milliarden von unterschiedlichen Programmen und da habe ich mir gedacht, ich wollte damit Geld verdienen, ne? Gehört ja zu dem Spiel dazu, dass man Geld verdient. Da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn da mich hervorheben von den anderen? Und ja, da musste ich das Spiel richtig spielen. Da musste ich dann halt mein ganzes Spielgeld in so eine Werbung investieren, wo ich eigentlich gar nicht mag, Werbung, dass da Leute überredet werden. Und ja, es gibt Millionen von Spielen und warum kenne ich das Spiel Monopoly? Was ist das? Warum ist das Spiel zu mir gekommen? Nach der heutigen Sicht ist das ganz einfach zu erklären. Damals gab es nicht so viele Spiele in meinem Alter. Und jemand hat uns wohl damit zeigen wollen, hör mal zu, ich zeige dir jetzt mal ein kleines Brettspiel, wo du, wenn du eine Runde gehst, kriegst du 4000 Taler, was weiß ich, Geld. Und also, wenn du mitspielst, kriegst du Geld und das Geld kannst du auf diesem Spielfeld ausgeben. Wenn andere geschickt spielen, dann haben sie Straßen oder sind Hotels drauf. Das heißt, wenn du darauf gehst, dann musst du denen Spielgeld geben. Und damit wollte man vielleicht uns warnen vor dem Spiel, vor dem großen Spiel, wo wir drin stecken, wollte man uns vielleicht warnen, weil bei Monopoly, da kann immer nur einer gewinnen. Und die anderen, die gehen alle bankrott. Das ist die Seele des Spiels. Das ist das, was das Spiel transformiert. Du müsstest also die Karten neu mischen, das Spiel nochmal neu anfangen und dann versuchen zu gewinnen. Und dann hast du gewonnen und siehst, dass alle um dich herum, dass es denen schlecht geht. Ja, ich sehe es auch nicht so toll. Ne? Aber ja, kann auch sein, dass du das Spiel benutzen wollten, um uns das schön zu reden, dass wir in dem Leben ein tolles Spiel spielen, Spiel des Lebens, Kapitalismus. So, jetzt möchte ich aber zur Lösung kommen, weil ihr schon so lange zugehört habt. Die Lösung ist ganz einfach, in meinen Augen. Ich wollte mir Land kaufen, ich wollte dort mir ein kleines Haus draufstellen, eine Jurte, ein Geodäsic Dom, so eine Kuppel oder ein Tiny House, so ein Container oder so ein, ne, so. Mehr brauche ich ja nicht. Ich hab schon 10 Jahre im Wohnmobil gewohnt, das hat eigentlich gereicht, der Platz, weil ich brauche den Platz zum Schlafen und dann mache ich die Tür auf und dann stehe ich in meinem Garten, den Garten Erde. Ne? Kann ich alles nutzen, gehört ja alles uns Menschen. Muss man nur aufpassen, dass man nicht auf so ein Land geht mit Zaun drum, weil das gehört den Spielern. ja, aber es gibt noch genügend Land. Ich bin neulich mal gefahren. Ich war unterwegs. Ich bin 80 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, um mir einen Motorroller zu kaufen, weil ich keine Lust hatte, Fahrrad zu fahren. Ist auch absurd, ne? Ich bin den Tag 80 Kilometer Fahrrad gefahren und habe so hier in Sachsen-Anhalt geguckt. Hey, hier ist so viel Waldfläche. Warum wohne ich in der Stadt? Warum wohnen die Leute in Berlin? Warum wohnen die Leute in Hamburg? Das ist ganz klar, da wird
das Spiel gespielt, richtig. Da sind sie direkt am Spiel und da gibt es mehr Spielgeld und das kostet es auch mehr Spielgeld und so. Ist ja nur Spielgeld. Und ja, also Land kaufen, eine kleine Hütte hinstellen und selber Obst und Gemüse anbauen. Habe ich von meiner Oma eigentlich mal gelernt, wie das geht. Ne? Die hatte den Garten voll mit Obst und Gemüse. Es ist also genügend zu essen da, dann irgendwann. Und solange nutze ich halt noch das Spielgeld. Und da sollte ich mir dann, jetzt weiß ich, ich suche mir lieber ein Stück Land weit weg von den anderen Spielern, weil die könnten ja denken, wenn ich da Land gleich neben den Spielern mir kaufe, dass ich mitspiele, dass ich ein Mitspieler bin. Und die könnten dann ankommen und Spielgeld von mir verlangen, weil das so in deren Spielregeln steht. Aber das ist ja gar nicht mein Ding. Warum soll ich denn noch Spielgeld bezahlen, wenn ich das Spiel gar nicht mehr spiele? Ne? So logisch, das macht doch keinen Sinn. Ne? Und so weiß ich zum Beispiel, ich habe das irgendwie, das hat lange gebraucht, bis ich es kapiert habe. Open Source Software mache ich jetzt. Ich habe 10 Jahre lang, ich programmiere seit 37 Jahren Computer und konnte das umwandeln, dass ich die Gedanken mit dem Spielgeld verdienen müssen wollen, das konnte ich überwinden. Und schreibe jetzt Open Source Software seit 10 Jahren schon. Kostenlose Software, um anderen Leuten zu helfen, anderen Leuten zu zeigen, wie man programmiert. Ja, genau, das. Und andere Leute können es weiterentwickeln. Und ich brauche das Geld dafür ja gar nicht. Ich spiele das Spiel ja nicht mehr so richtig. Ich brauche dieses viele Spielgeld gar nicht mehr. Das Spielgeld habe ich mal gebraucht. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie es sich anfühlt, einen Porsche zu fahren. Da habe ich dann tatsächlich mal das Spielgeld für verwendet, hatte einen Porsche geleast. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt und es ist ein tolles Gefühl, aber brauche ich das wirklich? Nö, brauche ich nicht. Auch ein großes Haus habe ich gewohnt. Ich immer in großen Häusern gewohnt, in Zürich haben wir zuletzt gewohnt. 5,5 Zimmer haben wir gehabt. Wir haben da auch mit ein paar Leuten gewohnt. Ne? Meine Frau und zwei von meinen Söhnen und noch zwei Katzen. Und da brauchen wir den Platz anscheinend. Moment. Und das hat natürlich viel Spielgeld gekostet. Ja. Aber das sind alles Systemfragen, das sind alles Fragen vom Spiel. Diese Fragen vom Spiel, die könnt ihr überall nachlesen. Da gibt es so viele YouTube-Videos. Ich möchte euch ja erzählen, wie ihr das Spiel beendet. Und das ist in meinen Augen tatsächlich so. Raus aus den Städten, aufs Land drauf, dort selber Obst und Gemüse anbauen. Ihr braucht gar nicht mehr arbeiten. Gartenarbeit. Ja. Was ist Gartenarbeit? Eine Furche machen, Samen rein, wieder Erde drauf, ein bisschen Wasser. Das ist die Gartenarbeit. Und später ja, vielleicht mal ein bisschen Unkraut zupfen. Unkraut, über das Wort dürft ihr euch mal Gedanken machen. Was ist ein Unkraut? Weil das ist ja Kraut. Ist ja kein Nicht-Kraut, sondern es ist Kraut. Müsst ihr euch überlegen, braucht ihr vielleicht das Kraut, was da wächst? Könnt ihr das vielleicht essen oder so? Das kann man sich ja mal Gedanken darüber machen. Oder ausprobieren oder mal nachlesen. Man kann das aber auch rausnehmen, weil es dann den anderen Pflanzen die Kraft nimmt, eventuell. Kann man es rausnehmen, das ist vielleicht ein bisschen Arbeit, ja. Und ansonsten das Ernten, das ist nicht wirklich Arbeit. Außer ihr erntet große Plantagen, aber ihr braucht ja nur für euch selber ernten. Und zwar immer dann, wenn ihr Hunger habt. Dann geht ihr zum Apfelbaum, pflückt einen Apfel und esst den. Das ist keine Arbeit, ne? Gestern habe ich tatsächlich Äpfel eingekauft im Laden. Da musste ich ganz in die Stadt fahren mit dem Fahrrad, musste da auch Spielgeld für bezahlen, musste mich an der Schlange anstellen. Das gehört ja zu dem Spiel dazu, dass da andere Leute auch einkaufen, auch spielen. Und da habe ich den Äpfel bekommen. Aber ich weiß gar nicht, wo die Äpfel herkommen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob die gut sind oder ob die irgendwie von den Chemtrails berieselt worden oder was weiß ich, was sie dann noch alles so für Zeugs ins Wasser mischen. Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mein eigenes Land habe, dann weiß ich es.
Also viel gesünder. Ja, das ist für mich so das Spiel beenden. Und nochmal richtig Spaß haben die letzten Jahre. Und das wollte ich dir mit auf den Weg geben, weil du kannst auch das Spiel beenden, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Kannst du einfach aufhören. So wie du dieses Video auch hättest ausmachen können, wenn du gewollt hättest. Hättest du jederzeit ausmachen können und später gucken können. Also, ne, ich könnte zum Beispiel wieder, ich hab ja schon in Portugal gelebt. Wir hatten schon unser eigenes Land und das bringe ich kurz noch. Ich war schon dort, für mich war das das Paradies, wirklich, ehrlich gesagt, das war das Paradies. Aber da ich dieses Paradies mit niemandem teilen konnte, ich hatte gehofft, dass meine Herzensdame mitkommt oder dahin kommt, das hatte sie mir nämlich gesagt und dann hatte sie dann ein paar Jahre später doch andere Pläne und da habe ich mir gedacht, ne, wenn ich hier alleine bin, ich war nicht immer alleine da, aber ich habe alleine da gewohnt zu der Zeit. Ich hatte nur am Wochenende Besuch von tollen Leuten. Wir haben zusammen Musik gemacht und Wein getrunken und gefeiert. Aber ansonsten habe ich alleine da gewohnt und da habe ich keinen Bock drauf. Also das macht keinen Sinn, im Paradies zu wohnen, wenn man es mit niemandem teilen kann. Ich will sagen, ich bin wieder zurückgekommen und suche ein paar Leute, die auch Bock so haben, so das Spiel zu beenden auf diese Weise. Weil alleine macht das keinen Spaß. Und da dürfen sich ruhig ein paar Millionen Menschen anschließen und wenn die das denn wollen, wenn die das Spiel beenden wollen, dann hören die da auch auf, dann hören die anderen auch auf zu spielen. Ne? Ist ganz klar, wenn zum Beispiel, wenn wir brauchen ja das Spielgeld da in dem Spiel und wenn wir dieses Spielgeld, das Spielgeld kommt ja von den neuen Spielern, die noch nicht so hoch in der Gunst stehen, weil die nutzen das Spielgeld nur, ne? Die tun da nichts für. Das machen immer nur die da neu zugekommen sind in dem Spiel. Die Arbeiter, die Steuerzahler, oder Sklaven, oder kannst in dem Spiel kannst du sie ja nennen, wie du möchtest. Die arbeiten und müssen Steuern zahlen. Und mit diesen Steuern können die anderen Spieler dann rumspielen. Wenn wir jetzt aber die ganzen, wenn die jetzt alle aufhören und keiner mehr Steuern zahlt in dem Spiel, dann wird das Spiel auch beendet. Ja, und dann, wenn die das nicht mehr spielen können, und dann können sie auch die Erde nicht mehr kaputt machen. Und wenn die das nicht mehr spielen, dann werden auch die Babys gar nicht mehr in dieses Spiel gezwungen. Und dann wird der Planet irgendwann wieder grün statt grau. Dann berühren sich die Menschen wieder, dann lieben sich die Menschen wieder. Dann